Schönen guten Tag, Arno. Wie geht es dir? Hallo Mosche, sehr gut, ausgezeichnet. Wie geht's dir? Ja, ich glaube auch einigermaßen passabel. Wir haben uns ja zu diesem Gespräch eingefunden, um dein neues Buch über, ja, wie soll man das nennen, über Wieland Wagner und eigentlich insgesamt die Bayreuther Institutionen und ihre Verschwisterung im Dritten Reich, vor allem in den letzten Phasen des Dritten Reichs, in dem also das nachgezeichnet wird in deinem, für meine Begriffe, sehr guten Buch. Ich würde vorschlagen, bevor wir dann auf Teilaspekte bzw. dieses oder jenes Themas einsteigen, dass du vielleicht erstmal einen ganz kurzen Überblick gibst, worum es dir eigentlich gegangen ist bei diesem Buch. Sehr gerne. Es ist so, dass wir ein großes Forschungsprojekt bei uns an der Universität Nürnberg hatten, bei uns in der Universität Bayreuth, sorry, über Nürnberg war das. Wir waren nämlich vom Theater Nürnberg angefragt worden, ob wir die Geschichte des Hauses dort aufarbeiten wollten. Und das haben wir dann auch in einem Forschungsprojekt gemacht. Und da bin ich dann auf Wieland Wagner gekommen. Also ich wusste das bis dahin gar nicht, wie sozusagen seine Geschichte vor 1951 war. Und da habe ich mich dann für dieses Thema interessiert. Also wie ist das entstanden? Wie kam es, dass Wieland Wagner einen Ring in Nürnberg eben dann inszenierte? Und das ausgerechnet mit der Götterdämmerung am 31. August 1944, wahrscheinlich eine der letzten Aufführungen im Reich überhaupt, also vor der sogenannten Theatersperre, die Goebbels erlassen hat. Wie kam es, dass dieses Dritte Reich mit diesem Stück quasi, bevor denn der Krieg tatsächlich verloren wurde, unterging? Also mit einem apokalyptischen Stück, was aber vielleicht auch Hoffnung in sich trägt. Und wie kommt es, dass ja der Enkel Richard Wagner verantwortlich ist für diese Inszenierung und für diese Produktion? Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Ja, es ist ja sehr interessant, dass du dich dabei auf eine Quelle, primär auf eine Quelle beziehst, die ja nicht selbstverständlich ist. Vielleicht sagst du mal etwas darüber, also diese Tagebücher von der Gertrud Strobel, damit auch das Publikum weiß, mehr oder weniger, worum es eigentlich bei dieser Nachzeichnung geht. Genau. Also ich habe mich ja dann entschieden, diese Jahre vor 45 oder sozusagen bis Mitte 45 in dieser Karriere nachzuzeichnen, habe verschiedene Quellen dafür benutzt, auch übrigens die Bayreuther Tageszeitungen, um so ein bisschen auch in die Zeit reinzukommen, also aus Sicht des NS. Aber die wichtigste oder eine der wichtigsten Quellen war vielleicht ein Tagebuch, und zwar von Gertrud Strobel. Die war Archivarin an der Richard Wagner Forschungsstelle in Bayreuth und hat ein privates Tagebuch geführt. Das ist auch schon länger bekannt, dieses Tagebuch. Und schreibt sehr akribisch auf, was so jeden Tag los ist bei ihr, was sie isst und ob schönes Wetter oder schlechtes Wetter ist, aber eben auch, was so in der Wagner-Familie ist. Und sie hat eine besondere Position zu Wieland Wagner, weil sie so etwas zunehmend im Laufe der Jahre zur mütterlichen Vertrauten eigentlich von ihm wird. Und das ist natürlich spannend, weil sie damit auch auf etwas reflektiert, was diese Person betrifft, was wir sonst eigentlich selten zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir bekommen so eine Innensicht. Ja. Sie unterstützt ihn sehr. Und das ist natürlich eine sehr interessante Quelle für mich gewesen. Ja, ich empfand auch dieses bei der Lektüre deines Buches, empfand ich auch diese Quelle als besonders interessant, weil sie etwas Authentisches hat. Das heißt, etwas, das noch nicht irgendwie von vornherein für die Nachwelt formuliert und konstruiert ist, sondern eben ein Tagebuch, so wie das vermutlich die Frau in der Tat auch empfand. Sie war ja selber Nazi-ideologisch, also von den Nazis sehr, sehr, ich glaube, eingenommen. Und von daher war da auch eine Verbindung hergestellt, die eben zu dem Bayreuther Haus fast schon natürlich erscheint. Natürlich kannst du mich korrigieren, wenn du meinst, dass Bayreuth vielleicht nicht so natürlich irgendwie mit den Nazis verbandelt war, aber darüber wird gleich noch zu reden sein. Vielleicht ein Hinweis zu dem, was du sagst, weil das ist wirklich ein total interessanter Aspekt, weil wir sind, glaube ich, oftmals noch sehr in unserem Bild von dieser Zeit, von dem sogenannten Dritten Reich, davon geprägt, was der Nazistaat auch damals schon kommuniziert hat. Das heißt also,
von Bildern vor allen Dingen, sie waren ja medial sehr präsent, auch von Texten natürlich, aber vor allen Dingen eben von Bildern, von Filmen und so weiter. Und das driftet natürlich oftmals mit der, ja, mit dem, was passiert ist oder mit dem, was du jetzt authentisches Erleben betrifft, auseinander. Selbst als überzeugte Nationalsozialistin, die sie ohne Frage war, fängt sie aber natürlich auch an, über den Krieg nachzudenken. Ja? Ja. Durchaus nicht mehr nur positiv, sondern sieht auch die Schrecken des Krieges irgendwann. Obwohl Bayreuth als Ort lange verschont war und man dort lange wie in einem Art Paradies war, wenn man sieht, was die alles noch an Nahrungsmittel bekamen, die in einem Schlaraffenland eigentlich gelebt haben. Aber trotzdem sieht sie auch etwas anderes. Mich gemahnte ihre Stellung oder beziehungsweise ihre Stellung auch in deinem Buch, mehr oder weniger die Figur von Serenus Zeitblom aus Dr. Faustus von Thomas Mann, der ja mehr oder weniger das Leben von Adrian Leverkühn erzählt, dabei aber auch über die Zeitereignisse reflektiert. Er natürlich, also nicht als Nazi, sondern gegen die Nazis, aber reflektiert. Das heißt also zwei Ebenen, eine Ebene eben, die sich sozusagen immanent mit dem Kunstwerk, in dem Fall mit dem Wielandschen Kunstwerk befasst, also mit dem Wagnerschen Kunstwerk befasst. Und auf der anderen Seite eben auch Zeitzeugin ist, aber auch sogar eine reflektierte Zeitzeugin. Natürlich nicht irgendwie eine, die großartig Historiosophie hergibt, aber doch irgendwie eine ganze Menge kommentiert. Ja. Ich würde gerne mit dir einen Aspekt, der mich also besonders frappiert hat, mal bereden. Da kannst du vielleicht dann irgendwie mir dann Genaueres dazu sagen. So wie ich dich verstanden habe, so wie das mehr oder weniger auch zutage tritt in Strobels Tagebuch, war Wieland Wagner von seinem Ansatz als Regisseur, Dramaturg, mehr oder weniger beeinflusst von, wie soll man das nennen, von bestimmten modernen Elementen der damaligen Kunst. Also Expressionismus käme da in den Sinn. Also durchaus moderne Momente, die eigentlich mit der Romantik oder sogar mit der Spätromantik herzlich wenig, zumindest was also irgendwie jetzt die Gestaltung anbelangt, die Bühnengestaltung anbelangt und auch die Dramaturgie anbelangt, eigentlich herzlich wenig zu tun haben. Und was mich also eigentlich fast umgeworfen hat, war die Tatsache, dass, wenn ich mich nicht irre, Hitler, der ja mit ihm, darüber wirst du uns vielleicht gleich mal etwas erzählen können, über die Beziehung von Wieland Wagner und Hitler, aber dass Hitler mehr oder weniger auch diesen Ansatz, also diesen Impulse, diese modernen Impulse von Wieland Wagner auch gutiert hat, beziehungsweise akzeptiert hat, was natürlich dann eine ganze Menge dann irgendwie zu denken gibt. Denn wenn man irgendwie davon ausgeht, totalitärer Staat, und wir wissen ja auch, wie die Kontrolle gewesen ist, nicht nur in diesem totalitären Staat, sondern in anderen, stellt sich heraus, dass das gar nicht so irgendwie hermetisch gewesen ist, sondern dass das mehrere Schichten gegeben hat, wie ich das auch übrigens von der Goebbels-Propaganda her kenne. Aber das stimmt wohl, oder? Dass da Wieland Wagner etwas von seiner Zeit, von der Kunst her nimmt und dass Hitler da gar nicht irgendwie so sehr abgeneigt ist. Ja. Nee, absolut. Das ist sehr gut zusammengefasst, zumal mit dem Begriff der verschiedenen Schichten. Das finde ich sehr gut, weil es sehr unterschiedliche Interessen gibt, sehr unterschiedliche persönliche Einstellungen und so weiter. Ganz zentral ist aber natürlich auch in diesem Kontext der Diktator, und zwar nicht nur als politisch denkender Mensch oder als jemand, der eben diesen Weltkrieg und viel mehr noch anzettelt, sondern auch als jemand, der künstlerische Interessen tatsächlich hat. Und wir wissen, dass Adolf Hitler sich eben seit seiner Jugend sehr, sehr für Richard Wagner interessiert, auch eine Art Vorbild in ihm sieht. Aber es gibt eine zweite Figur, die eben sehr, sehr wichtig für ihn ist, und das ist Alfred Roller. Alfred Roller ist ein Bühnenbildner der Wiener Sezession, der eben beginnt, die Moderne eigentlich auch für die Bühne mitzuentdecken. War Roller auch schon bei Richard Wagner? Da war das der Roller. Roller ist später. Ja. Und Hitler hat aber, das ist sozusagen das Interessante, dass Hitler in Wien die Aufführung von Roller, der Wagner-Opern, die er so schätzte, unter anderem den Ring, gesehen hat.
Ja? Mhm. Das heißt also, der zweite Gott eigentlich für Hitler ist Alfred Roller, könnte man sagen. Und das Erste, was Hitler dann macht, nachdem er 1933 dann die Festspiele hochgradig subventioniert und fördert, dass er dafür sorgt, dass Alfred Roller für 1934 dann den Parsifal übernimmt als Bühnenbildner. Ja, ja. Noch nicht mal, weil der auch schon sehr krank ist. Das ist das wirklich Interessante an der Stelle. Das heißt, Hitler hat ein Faible für die Theatermoderne, könnte man sagen. Ja, das ist interessant, besonders interessant. Ich weiß jetzt nicht über Hitlers Musikgeschmack. Man redet immer davon, dass er auf der einen Seite Wagner ekstatisch verehrte, aber auf der anderen Seite auch mit Franz Lehár ganz gut konnte. Das stimmt übrigens für Wien immer. Das gibt sowohl das Tower und als auch die Operette. Aber wenn man sich seine, er war ja sozusagen wie ein ambitionierter Maler, der dann nicht geworden ist, aber wenn man seine Bilder sieht aus der Zeit, noch aus seiner Studienzeit und so weiter, ist sein Kunstgeschmack bzw. seine Begabung bzw. das, was er sozusagen zustande brachte als Zeichner bzw. als Maler, eine ziemlich mittelmäßige Angelegenheit. Mit Modern hatte das gar nichts zu tun. Das hatte noch irgendwie mit eher kitschigem Spätromantizismus zu tun. Das ist dann interessant, dass er auf der anderen Seite aber dann von der Ambition eben das drauf hatte, was du gerade angesprochen hast. Absolut. Ich meine, das klafft ja auch bei uns möglicherweise oftmals auseinander, ja, was wir selber tun oder was wir ästhetisch favorisieren. Ich glaube, das ist gar nicht so eine Überraschung. Interessant ist aber dann, dass Wieland Wagner gleichsam auf diesen Zug aufspringt. Übrigens gibt es auch eine wichtige Figur, das ist Ulrich Roller, das ist der Sohn von Alfred Roller, den er eben auch sehr schätzt und der eben auch Bühnenbildner ist und der sich auch übrigens mit Wieland Wagner anfreundet. Also das sind eigentlich seine zentralen Figuren in diesem sozusagen Aufbrechen für die Moderne im Theaterbereich. Und von der anderen Seite kann man sagen, dass Wieland Wagner beginnt zu finden, was er eigentlich machen möchte, über die bildende Kunst, über Fotografie, Malerei und so weiter, sich auch ausbilden lässt als Maler, aber dann doch auch eigentlich sehr am Theater interessiert ist. Und das ist eigentlich das, was ich in meinem Buch jetzt beschreibe, mit den insgesamt 12 Premieren, die er in diesen Jahren hat, in etwa anderthalb Jahren, die er dann als Bühnenbildner und auch als Regisseur zu verantworten hat, dass er seinen Stil eigentlich sucht. Und interessant ist, dass er eben, und das betrifft auch den späteren Wieland Wagner dann, dass er verschiedene Stile eigentlich bedienen kann. Also er bedient sozusagen eher einen naturalistischen und dann eben eher einen modernen. Und das sind auch die beiden Pole, in der sich diese Zeit ansiedelt. Also es ist eben nicht nur der naturalistische, den man übrigens zum Teil auch bei den Nationalsozialisten als kitschig empfand. Und es war, glaube ich, nichts Schlimmeres, als dass man sagte, da ist etwas kitschig, das wollte man auf keinen Fall. Und da beginnt er eben dran zu arbeiten. Also man kann festhalten, und das ist also für mich jedenfalls eine sehr wichtige Erkenntnis, die ich aus deinem Buch gewinne, dass wenn man von Wieland Wagner als den Entrümpler sozusagen der Bayreuther Bühne nach 1945 beziehungsweise in den 50er Jahren dann redet, dass der Ansatz dazu im Grunde genommen schon im Nationalsozialismus und zwar sozusagen dann auch in Übereinkunft mit Hitler mehr oder weniger gewesen ist. Ich finde das irgendwie eine Neuerung, die ich so noch nie gelesen habe. Also das ist zumindest eine Neuerung, die man aus deinem Buch gewinnen kann. Und ich wiederhole nochmal, es war immer eine Frage, wie ist denn sozusagen auch der Alltag im Nationalsozialismus? Man denkt dauernd noch irgendwie in den Kategorien dessen, was natürlich nachher den Untergang hervorgebracht hat, Krieg und Diktatur und die Beherrschung der Menschen und die Infiltrierung, sozusagen die Ideologie in einer Art und Weise, dass die Menschen schon gar nicht mehr irgendwie schon Menschen sind, sondern nur noch Exemplare einer Ideologie und so weiter. Aber selbst im totalitären Staat ist das Leben eben doch viel vielschichtiger und vor allem auch dann, wenn die Macht haben, selber genügend reflektiert und sensibilisiert sind, um zu verstehen,
Und ich gebe da jetzt ein Beispiel, um zu verstehen, dass man eben die Menschen nicht dauernd nur gängeln kann, sondern man muss denen auch sozusagen dann irgendwie eine andere Möglichkeit bieten. Wir wissen ja, dass weil in den 20er Jahren, in den Swinging and Roaring Twenties sozusagen alles swingte und so weiter, alles irgendwie mit dem Jazz-Swing tanzte und in Berlin nicht weniger als in Paris oder in New York, dass das auch die Propaganda unter Goebbels verstanden hat, der nicht nur irgendwie dafür sorgte, dass die Rundfunkorchester auch eben so Swing noch mehr irgendwie mit spielten, sondern dass er auch da verstanden hat, ich kann nicht nur Historienbilder und Kriegsfilme anbieten, ich muss auch Unterhaltung anbieten. Also Panem et Circenses war auch im totalitären Staat mehr oder weniger ein Teil der künstlerischen oder kulturellen Aufmachung. Ja. Absolut. Und die Propaganda in diesem Sinne war leider, muss man sagen, auch zu einem gewissen Teil sehr, sehr erfolgreich. Ja. Und man könnte vielleicht sogar eine steile These wagen, die ich jetzt mal einfach formuliere, hätte dieser Propagandaapparat nicht so gut funktioniert, vielleicht wäre das System früher kollabiert. Dem kann ich nur zustimmen. Ich muss sagen, als ich irgendwie in meiner Jugendzeit Mein Kampf zum ersten Mal gelesen habe, fand ich, dass das eines der langweiligsten Bücher ist, die ich je gelesen habe. Aber dieser Mittelteil, in dem Hitler über die Sozialpsychologie der Masse redet und eben über diese Propaganda-Elemente, wie man das einzuführen hat, davon hat dann später in die Werbeindustrie und auch die sozusagen liberale demokratische Propaganda eine ganze Menge zu lernen gehabt. Und ich glaube, deine steile These ist gar nicht so sehr steil, wenn man bedenkt, dass damit die Leute sozusagen ideologisch vereinnahmt werden, dass sie sozusagen dann irgendwie auch bepackt werden müssen mit dem, wovon sie beeinflusst. Ich meine, das Charisma von Hitler ist eine Sache, aber was sie dann sozusagen mit in den Tag reinnehmen sollen, ist schon wieder ein anderes Moment. Ich meine, das Entscheidende ist hier vielleicht, also das mit der Unterhaltung ist völlig richtig, aber wenn wir mal auf eine Figur wie Gertrud Strobel schauen, die nun keine Jazzgängerin war oder so, ja, die zwar gerne ins Kino ging, aber die natürlich eine absolut überzeugte Wagnerianerin war. Ich glaube, warum hat sie bis zum letzten Schluss wirklich immer noch versucht, daran zu glauben, dass der Endsieg kommt, nämlich bis zum 20. April 1945 zu Führers letzten Geburtstag? Ich glaube einfach, weil sie an die sozusagen große Moral der deutschen arischen Kunst geglaubt hat. Das war eigentlich der Glaube, ja, den Hitler für sich in irgendeiner Weise oder der NS in irgendeiner Weise für sich vereinnahmen konnte. Ja. Und das ist wirklich fatal im Grunde genommen. Ja. Die Frage, wann dann sozusagen die Ernüchterung bei den großen Massen, und Gertrud Strobel ist ja immerhin eine höher gestellte Person ist von ihrer Funktion her und von ihrer Nähe zum Wagner-Clan, aber wann die große Ernüchterung bei den Massen gekommen ist, du kennst ja dieses Buch von Alexander Mitscherlich, die Unfähigkeit der Deutschen zu trauern, das heißt also die Tatsache, dass man meint irgendwie, dass die Betrauerung der Opfer, das ist gar nicht, was Mitscherlich meint, die Unfähigkeit der Leute, ihren Faschismus, den sie jetzt loswerden musste, als alles zusammenbricht, dass sie den betrauern, weil sie den gar nicht so sehr loswerden wollen. Und wann die große Ernüchterung gekommen ist, das ist auch eine große Frage der Nachkriegszeit. Ich glaube, das spielt auch Wieland Wagner dann irgendwie eine zentrale Rolle. Absolut. Als Kulturträger. Ja, absolut. Und als jemand, der natürlich die Kontinuitäten komplett lebt, ja, sozusagen eigentlich genau da weitermacht, wo er aufgehört hat und die große Kontinuität feiert. Übrigens noch ein Wort zu Roller an der Stelle, weil die Wieland-Wagner-Literatur nimmt Roller und übrigens auch Appia, der natürlich auch eine wichtige Figur ist, her und sagt auch, ja, das sind Bezugspunkte, aber nicht sozusagen durch den NS durch, sondern am NS vorbei. Vorbei. Weil man im Grunde genommen negiert oder sozusagen nicht wahrnehmen will, dass eben Hitler sowohl an Roller und wahrscheinlich der NS an Appia auch, das ist auch eine interessante Frage, inwieweit gibt es eine Appia-Rezeption, also ein sehr, sehr bedeutender Schweizer Theaterreformer der Zeit um 1900 und später, dass das sozusagen die entscheidende Kategorie ist. Also nicht durch den Nationalsozialismus
an ihm vorbei. Das ist das Narrativ. Und das ist also jetzt besonders interessant, das würde ich mit dir gerne kurz mal besprechen, beziehungsweise würde gerne die Erörterung von dir haben. Welche Funktion hatte es eigentlich, die Tatsache, dass man sagt, naja, das, was da in dem Buch aufgearbeitet wird, dass der Anomungen jetzt gibt, das kennen wir doch schon lange. Welche Funktion hat das denn, wenn die sagen, das kennen wir schon lange? Ist das im Grunde genommen nicht eine Funktion, die versucht zu sagen, das ist schon gestorben, das ist fake. Was ist mit der Kontinuität? Und zwar die Kontinuität eben nicht am NS vorbei, sondern durch den NS hindurch. Sag doch mal was dazu. Das wäre für mich interessant. Das ist ja das wirklich Interessante für 2021. Wir leben ja nun auch nicht mehr in den 50er Jahren. Und man ist ja doch erstaunt, dass der ein oder andere, die ein oder andere das immer noch nicht wahrhaben möchte. Ja? Dass man also immer noch eigentlich das festhalten möchte, was eigentlich Wieland Wagner und Wolfgang Wagner in den 50er Jahren in die Welt gegeben haben. Also will sagen, im Hinblick jetzt auf das, auf mein Buch, also da wird dann eben auch gesagt, ja, da steht ja nichts Neues drin. Wir wissen das ja alles schon von Brigitte Hamann 2002. Das war alles schlimm. Das ist ein Buch über Winifred Wagner, wo Wieland auch als Randfigur natürlich vorkommt. Das ist alles schlimm, aber jetzt muss doch sozusagen damit auch mal zu Ende sein. Und dieses moralisierende Kontextualisieren, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, und damit wird eigentlich zum Ausdruck gebracht, wir wollen dranbleiben an dem, was wir schon immer hochgehalten haben. Und das ist eben nicht bezogen auf Richard Wagner und den NS, sondern bezogen auf das, was in den 30er, 40er Jahren mit Richard Wagner durch den NS passiert ist. Ja. Das ist letztlich die Message, die dahinter steht. Und das ist doch erstaunlich, obwohl man, wenn man an bestimmte Entwicklungen in der Welt schaut, ist es vielleicht auch nicht so erstaunlich. Ja? Wir haben ja doch mit verschiedenen Führerfiguren gerade weltweit zu tun oder zu tun gehabt, die einen doch auch erschrecken lassen, ja, was Kontinuität betrifft. Ja. Also auf Richard Wagner kommen wir vielleicht nachher noch mal kurz zu sprechen. Ich möchte erstmal bei Wieland bleiben. Ja, ja. Das ist ja dein Held, mehr oder weniger. Ich würde sagen, können ja, wenn man von der Verbandelung von Kultur oder beziehungsweise Kunstinstitutionen, auch Kunstpersonen mit der Macht, mit der Herrschaft, kann es ja immer verschiedene Ebenen geben. Die eine Ebene ist natürlich eine Ebene der ideologischen Verbandelung. Das heißt also, man macht mit der Herrschaft, beziehungsweise die Herrschaft macht mit der Kunst, weil man sozusagen sich eins ist in dem, was die Gesamtausrichtung zu sein hat. Also wenn Bayreuth irgendwie den Narzissmus übernimmt und der Narzissmus sieht in Bayreuth etwas, das sozusagen den Narzissmus kräftigt, dann ist es natürlich eine Interessenverbandlung. Die zweite Ebene ist eine Möglichkeit, und das sage ich jetzt nicht nur in Bezug auf Wieland, sondern prinzipiell, das ist sozusagen eine Modellauflistung. Die zweite Ebene wäre der Opportunismus. Das heißt, es hat sich gelohnt für Bayreuth sozusagen, sich mit dem NS-Regime zu verbandeln, weil es eine ganze Menge an finanzielle Zufuhr gegeben hat. Und also es lohnte sich mehr oder weniger für Bayreuth mit Hitler klarzukommen. Das betrifft vor allem die Winifred Wagner, wenn ich das recht verstanden habe, aber es betrifft eben auch sehr den Wieland, der zwar noch nicht die Zentralfigur ist, wie Winifred, aber immerhin schon stark genug ist, dass er von Hitler auch sozusagen gutiert wird als der neue Regisseur und Dramaturg. Also die zweite Ebene wäre das Opportune. Und die dritte Ebene, da würde ich von dir auch gerne was dazu hören. Ich meine, dein Buch ist sehr feinfühlig und weil die Strobel eben eine ganze Menge Sachen da aufbringt, die man auch psychologisch auslegen kann. Wie war denn da die emotionale Verbindung zwischen Wieland Wagner und Hitler, wenn du das irgendwie beurteilen kannst? Aber das wäre eine dritte Ebene. Also das eine wäre die reine Ideologie, die zweite war der Opportunismus und der dritte wäre die Ebene, dass es da auch irgendwie eine psychologische Affinität gegeben hat. Also sehr gerne. Ich würde auch gerne über die erste und zweite Ebene gleich noch sprechen, weil ich die auch sehr, sehr interessant finde, auch im Hinblick auf das, wie wir heute mit Bayreuth umgehen. Also man muss sagen, dass Hitler und Wieland Wagner sich sehr eng sind. Also Hitler kommt ja 1923 zum ersten Mal nach Bayreuth, wird dann auch von den Eltern von Wieland Wagner, also Winifred Wagner und Siegfried Wagner, empfangen
Und Wieland Wagner ist zu diesem Zeitpunkt 6 Jahre alt, also das älteste der 4 Kinder. Und Hitler entwickelt eigentlich früh eine enge Beziehung zu allen 4 Kindern. Das muss man sagen. Also Hitler ist ja ledig, wie wir wissen, hat selber keine Kinder und sieht auch in diesen Kindern oder in diesen Enkelkindern von Richard Wagner so etwas wie eine Ersatzfamilie. Das ist ganz eindeutig. Und vor allen Dingen aber in den folgenden Jahren entwickelt sich dann zu Wieland Wagner eigentlich eine sehr persönliche Beziehung. Auch deshalb, weil er natürlich der Älteste ist, auch deshalb, weil er sozusagen von der Rangordnung derjenige auch wäre, der dann auch mal Bayreuther Festspielchef werden soll, also aus verschiedenen Gründen heraus. Und umgekehrt, und das ist vielleicht gar nicht so überraschend, ist es eben für Wieland Wagner natürlich auch interessant, mit Hitler zu verkehren. Und zwar aus verschiedenen Gründen, auch weil er ihn, also Wagner Hitler, Hitler Wagner, ihn sozusagen als Mentor, ihm als Mentor eigentlich dient. Also er bekommt verschiedene Sachen von ihm, die ihm auch helfen. Also er darf ihn fotografieren, er kann dadurch Geld verdienen als relativ junger Mann. Sie werden sich wohl auch, da gibt es auch einen Hinweis bei Strobel, auch über künstlerische Sachen ausgetauscht haben. Es gibt keinen Briefwechsel oder so etwas zwischen Hitler und Wieland Wagner oder auch zwischen sonst der Wagner-Familie, von dem wir heute Kenntnis haben. Vielleicht gibt es den irgendwo noch, aber dennoch gibt es da eine ganz enge Beziehung. Bis zum Schluss ist es eben so, dass Wieland Wagner auch gar nicht so sehr an den Endsieg, am Endsieg zweifeln möchte und eigentlich noch plant, dann nochmal im April 1945 zu Hitler zu fahren, um ja was auch immer bei ihm zu machen. Auch das wird immer sozusagen in den Vordergrund gestellt, um Partituren zurückzubekommen, Autographen, die man Hitler mal geschenkt hat, die man nach Bayreuth holen möchte. Aber es gibt eben auch einen persönlichen Grund, warum er zu diesem späten Zeitpunkt nochmal zu Hitler möchte. Mhm. Ja. Ja, das ist also hochinteressant. Was würdest du denn sagen, was das Spannungsfeld von Ideologie, also von Festgeglaubtem und Opportunität, also was, wie würdest du das einstufen? Also der Opportunismus ist natürlich immer das, was man sehr schnell in den Vordergrund stellt, wo man sagt, ja klar, die Festspiele haben das auch gemacht und haben das auch deshalb gern gemacht, weil sie dadurch irgendwie eine bessere Situation bekamen. Das war auch dringend nötig, weil die Festspiele bis dato nicht besonders gut liefen, auch finanziell. Aber wir haben ja das große Interview von Winifred Wagner mit Süberberg, 78, glaube ich, also kurz vor ihrem Tod. Und da macht sie ja nochmal sehr deutlich, dass sie weiterhin überzeugt ist von dem, was der Nationalsozialismus vertreten hat. Ja. Interessanterweise wird sie immer so ein bisschen entlastet, weil immerhin sie steht ja zu dem, was sie denkt und gedacht hat. Aber das ist natürlich eigentlich skurril, dass man sie entlastet. Denn sie outet sich ja hier wirklich als eine überzeugte Nationalsozialistin. Ja. Sie wusste, was passiert ist, spätestens 78. Ob sie es 44 wusste, darüber kann man spekulieren oder streiten, aber sie wusste genau, was los war. Das heißt, im Umkehrschluss, und auch Siegfried Wagner, der 1930 verstorben ist, ist auch überzeugter Nationalsozialist. Der weiß natürlich nicht, was dann passieren wird, aber im Umkehrschluss kann man sagen, dass das wirklich ein ideologisches Projekt ist, de facto. Ja. Das kann man auch in anderen Stellen, glaube ich, noch belegen, über Justin Stuart Chamberlain, über andere Figuren. Es geht um ein ideologisches Projekt. Also es ist nicht, man dient nicht der Kunst, sondern es geht um Politik mit diesen Bayreuther Festspielen. Dann würde ich jetzt gerne anknüpfen, um eine eher heikle Frage zu stellen. Wir kennen ja vom Deutschen Regietheater die Tatsache, dass man irgendwie die Wagner-Opern sehr oft, was die Ausstattung, was die Regie anbelangt, irgendwie gleich irgendwie an die Nazis koppelt und so weiter, sozusagen irgendwie eine Verbindung herstellt zwischen dem, was im 19. Jahrhundert von Wagner produziert ist und von dem, was man im Nachhinein mit befrachten kann, indem man sagt, gerade weil Bayreuth sich eben als das erwiesen hat, was du gerade sehr schön ausgeführt hast, dass das sozusagen dann auch irgendwie ein Stück Struktur und Kontinuität darstellt.
Und das ist eine Frage, die für meine Begriffe sehr prekär ist. Inwiefern man wirklich sagen kann, ich möchte das jetzt wirklich karikaturhaft mal anbieten. Das heißt, Wagner, wenn er noch lang genug gelebt hätte, ich zähle mal zwei Optionen auf. Die eine Option ist, er wäre nach Hollywood gegangen. Denn wo, wenn nicht in Hollywood, ist das Gesamtkunstwerk dann sozusagen dann verwirklicht worden? Oder er wäre dann zum Nationalsozialismus, also wäre sozusagen irgendwie ein Hitler-Anhänger und so weiter und so fort. Was für meine Begriffe übrigens sehr schwer ist, die Arroganz dieses Menschen, wenn er diesen mittelmäßigen Hitler getroffen hätte, für meine Begriffe wäre das eher Opportunismus als eben Ideologie gewesen. Mhm. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt nicht diese hypothetische Frage, die natürlich nur Karikatur ist, sondern die Frage, inwieweit es Strukturen gibt im Wagnerschen Werk. Du kennst ja vielleicht die Sachen, die ich dazu ausgeführt habe. Ich bin der Meinung, dass dem nicht so ist, aber man ist eben der Meinung, dass dem ja so ist. Und deshalb bist du für mich jetzt die Kompetenz. Das heißt also, wie sieht das aus? Gibt es Strukturen oder gewisse ideologische Anlagen oder bestimmte, wie soll man sagen, gewisse Ausrichtungen, gesinnungsmäßige Ausrichtungen, die darauf verweisen, dass das, was dann späterhin sich im Nationalsozialismus sich manifestiert, im Grunde genommen schon im 19. Jahrhundert bei Wagner angelegt war. Ich sage das jetzt unter zwei Aspekten. Vielleicht darfst du das ausführlich mal ausführen. Der eine Aspekt ist, dass viele Historiker, die versucht haben, jetzt nicht Auschwitz, aber den Nationalsozialismus zu ergründen, allen voran für meinen Begriff, eines der besten Bücher in dieser Hinsicht war Gesellschaft und Demokratie in Deutschland von Ralf Dahrendorf von 1964. Er geht 150 Jahre zurück und versucht sozusagen dann aus den Strukturen der Entwicklung der deutschen Gesellschaft und der deutschen Politik und der deutschen Kultur im 19. Jahrhundert sozusagen dann bis an die Tore, bis sozusagen zum 30. Januar 1933 vorzupirschen. Und der also macht diesen Schluss und er sagt, es ist da eine ganze Menge angelegt. Oder Fritz Stern beispielsweise, der versucht mit Langbein, Lagarde und Möller van der Broek irgendwie nachzuweisen, das sind doch die Leute, die schon im 19. Jahrhundert im Grunde genommen das Völkische dann im Grunde genommen, dass sich dann der Nazismus über... Ich könnte eine ganze Menge solche Art von Ansätzen zeigen. Die Frage ist, dass wenn wir so einen Satz von Wagner nehmen, und zwar nicht aus seiner Opern, über die Opern können wir gleich getrennt reden, aber einen Satz von Wagner nehmen, der am Ende vom Judentum in der Musik dann sagt, entweder seid ihr mit uns, also gebt euer Judentum auf und dann sind wir Verbündete sozusagen. Und wenn nicht, dann ist euer Schicksal das Schicksal Ahasvers, das heißt also des ewigen Juden, und dann kommt also der berühmte Ausdruck, der Untergang. Wo man dann versucht, dazu sagen, sozusagen von diesem Untergang von 1951 und nachher nochmal in den 60er Jahren, dann wiederholte das nochmal in seiner zweiten Version dieses Aufsatzes, versucht man da sozusagen dann irgendwie auf Auschwitz zu schließen. Für meine Begriffe ist das Hanebüchern, aber man darf nicht übersehen, dass eine ganze Menge von dem, was man heute die geschichtliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus auch sehr oft ansetzt im 19. Jahrhundert. Welche Funktion oder welcher Rang hat da im Grunde genommen das Wagnersche Werk? Ja. Ein Riesenkomplex. Und natürlich kann man da sehr unterschiedlich drauf antworten. Also es geht ja auch letztlich um das Biografische über Richard Wagner. Das wäre so ein Ansatzpunkt. Es geht natürlich auch um das Werk von Richard Wagner, das ja hinterlassen ist. Also wir haben die Opern, wir haben die in Partituren, in Regieanweisungen und so weiter. Bei Wagner kommt natürlich immer hinzu, bei Richard Wagner, dass er selber, was sehr, sehr ungewöhnlich ist in der Musik- und Kulturgeschichte, dass er selber natürlich mit seinem theoretischen Werk auch sein künstlerisches Werk konturiert oder kontextualisiert. Und ich bin nicht immer überzeugt, ob das der beste Ansatz ist, Wagner zu verstehen. Das wäre so für mich eine Grundüberlegung. Und wenn wir jetzt mal auf den Ring gucken, das ist natürlich ein Stück, was man jetzt da befragen könnte. Und selbstverständlich geht es auch immer um die Frage, ob jetzt sein Antisemitismus auch in bestimmten Figuren hier zum Tragen kommt. Und das könnten hier Mime und Albrecht und die Nibelungen sein.
Ich bin der Überzeugung, dass, also zwei Seiten, vielleicht erst das Biografische. Ich habe den Eindruck, dass Wagner keine Figur ist, die ideologisch in sich geschlossen ist. Und das ist auch innerhalb der Biografie, kann man das ganz gut nachvollziehen, unterschiedliche Tendenzen als Revolutionär, als Sozialist, als Antisemit, als Franzosenhasser und Lieber, also Liebhaber sozusagen, ja, also beides in einer Person, der eigentlich auch mit seiner Biografie das gesamte 19. Jahrhundert irgendwie repräsentiert und auch in sich trägt. Und ich habe den Eindruck, dass, oder ich folge da auch natürlich auch den Ansätzen von anderen Wissenschaftlern, die eben sagen, dass, oder auch von Chéreau, der das ja sehr ausdrücklich oder eindrücklich uns auch vorgestellt hat, dass der Ring eigentlich ein Abbild des 19. Jahrhunderts ist. Und wenn ich das ergänzen darf, im Grunde genommen eine vehemente Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und im Grunde genommen Zivilisationskritik, ja, so wie es im 19. Jahrhundert gang und gäbe ist. Ja. Mhm. Und selbstverständlich auch hier Karl Marx in irgendeiner Weise da hineinspielt. Shaw hat darüber geschrieben, es gab gerade eine Konferenz in Berlin, die ich leider verpasst habe, die über Marx und Wagner eben genau mal dieses Thema versucht hat aufzumachen. Ich habe das nicht gesehen, aber das ist ja alles sehr, sehr naheliegend. Und wenn wir auf die Figuren jetzt mal alle gucken, ja, ich meine nicht nur Mime und Alberich, sind das alles komplexe Figuren. Also es gibt keine Figur, die nur der Held ist, ja, oder der nur der Gott ist. Also Wotan ist ja eine zweifelnde Figur und durchaus nicht nur eine positive Figur. Eine schopenhauerische Figur, kann man sagen, so mit dem Gesicht und so. Siegfried ist ein scheiternder Held, ja, was auch, wo der Nationalsozialismus dann mit seiner Siegfried-Exegese auch irgendwie ein bisschen sozusagen hin und her wackelt und ihn dann übrigens gerade nach Stalingrad dann als Helden sozusagen adaptiert, weil dann natürlich der tote Held der wichtige Held ist. Ja? Aber das nur in Klammern. Und das würde ich eben für Mime und Albrecht auch sagen. Gerade mit diesen Figuren ist ja die industrielle Welt eben auch sozusagen, aber auch als kritisierte Welt natürlich auch irgendwie präsent. Und da sehe ich keine geschlossene sozusagen Möglichkeit, auf dieses Stück zu gucken. Deshalb, und jetzt komme ich zu deinem Ausgangspunkt. Deshalb, glaube ich, bietet der Ring so viele Möglichkeiten an, ihn unterschiedlich zu interpretieren und ist deshalb das Paradestück für das sogenannte Regietheater, weil mal weniger gelungen oder mal besser gelungen, das steht auf einem anderen Blatt, aber er lässt sich eben meines Erachtens sehr, sehr gut, sehr unterschiedlich deuten. Ja. Bebildernd gewissermaßen. Ja. Das, Ich glaube, was Nietzsche sehr schön erkannt hat, ist, dass der ehemalige Bakunin-Anhänger und Röckel-Anhänger, also sozusagen der Anarchist Wagner, ab den 50er Jahren den Schopenhauer, also Welt als Wille und Vorstellung, dann liest und mit einmal dann einen ganz anderen Ansatz hat, was sich in Tristan und Isolde und im Grunde genommen auch in dem Monolog von Hans Sachs in den Meistersingern auch niederschlägt, also sozusagen über die, was für eine Welt ist das und so. Eine wichtige Frage für mich, und hier möchte ich erstens, also ich stimme mit dir total überein darüber, wie man den Ring auch wirklich nehmen kann. Ich vertrete die Grundthese, das kennst du vielleicht von meinem Buch, dass Wagner zwar ein vehementer Antisemit im Persönlichen gewesen ist, in seinem Privatleben, das strotzt also auch in seinen Schriften, in seinem Tagebuch und den Tagebüchern von Cosima noch und nöcher. Aber dass ich eigentlich an Antisemitismus in den Figuren, die noch von Adorno sogar noch thematisiert werden, also es wäre in der Tat Alberich, Mime, der Beckmesser natürlich in den Meistersängern, das wäre auch die Kundry im Parsifal, dass ich da im Grunde genommen überhaupt den Antisemitismus nicht sehe. Das heißt, um diese Figuren in dem, was an ihnen sozusagen übel ist und kritisierbar ist und so weiter zu verstehen, brauche ich den Antisemitismus nicht. Das heißt, ich kann allein mit der Entsagung gegenüber der Liebe, um das Gold dann zu erlangen, davon hat, mit dieser Art von Kompensation hat ein anderer Jude namens Sigmund Freud eine Riesenkarriere gemacht. Das heißt also, wie das andere mit dem anderen kompensiert wird, wenn eben man Liebesentzug hat und so weiter.
Meine Frage bezieht sich auch auf etwas, das mich jetzt also persönlich berührt, und vielleicht können wir mal das noch irgendwie, wir haben jetzt nicht mehr sehr viel Zeit, aber die Zeit, die wir haben, das sollen wir noch dafür noch benutzen. Doch irgendwie doch auch auf den Antisemitismus von Wagner eingehen. Also die Sache ist die, in Israel wird ja Wagner seit Bestehen des Staates boykottiert. Das heißt also, es gibt keinen staatsoffiziellen Boykott, aber sozusagen, es hat sich aus der Geschichte ergeben, dass das Palästina-Orchester, das heutige israelische Philharmonische Orchester, aber damals im Jahre 1938 eine Tournee machen wollte, und nach dem sogenannten Reichskristallnacht, dann musste man irgendwie ein Zeichen setzen, dass man irgendwie mit Deutschland nicht mehr kann. Und dann hat man sozusagen zwei Stücke, die man von Wagner aufführen wollte, auf eine Konzertreise übrigens, die dieses Orchester damals nach Kairo machen wollte, dass diese Stücke abgesetzt worden ist. Und seit damals ist sozusagen dann der Boykott von Wagner in der Luft. Übrigens, auf dieser Konzertreise wurde er trotzdem gespielt. Es wurde nur nicht verkündet. Und späterhin hat sich das dann sozusagen dann etabliert. Die Argumentation ist, und das ist also wirklich teilweise nicht auszuhalten, aber ich würde auch gerne deine Meinung dazu hören und vielleicht deine Ausführungen. Die Argumentation ist, weil eben Wagner so ein Antisemit gewesen ist, kann man den irgendwie nicht haben. Ich werde gleich auf meine These kommen, warum er gerade erkoren worden ist. Weil es eben noch Leute gibt, irgendwie Holocaust-Überlebende, die meinen, in den Vernichtungslagern das Orchester Wagner gespielt zu haben, dass es denen, bei denen irgendwie etwas hervorruft, dass das nicht zu ertragen ist, dass darüber hinaus eben, wie gesagt, Bayreuth verbandelt war und dass der Lieblingskomponist von Hitler gewesen ist, also sozusagen guilty by association sozusagen. Und das sind natürlich Argumente, die eigentlich gar nichts in der Sache selber tragen, sondern das sind Argumente, die etwas damit zu tun haben, dass Israel mit Deutschland, mit der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1952 ein Wiedergutmachungsabkommen, also ein schreckliches Wort, Wiedergutmachungsabkommen abgeschlossen hat, das mehr oder weniger auch festgesetzt hat, dass man jetzt mit der Bundesrepublik Deutschland kann, man kann mit ihr ganz bestimmt eine Materialisierung der Sühne durchziehen, aber auch Deutschland verpflichtet sich, Israel immer beizustehen, auch diplomatisch, politisch und so weiter und so fort. Und es bleibt dann im Grunde genommen gar nicht sehr viel übrig. Da wird Wagner also dann erkoren, sozusagen das Sinnbild sozusagen des Holocaust-Gedenkens zu werden, indem man sagt, er ist im Grunde genommen der Urheber von allem dem, was dann späterhin kommt. Und das ist natürlich die billigste Art, im Grunde genommen das zu umgehen, worum es eigentlich zu umgehen hat. Wenn ihr Wiedergutmachungsabkommen gemacht hat, dann habt ihr sozusagen schon den Preis dann mehr oder weniger dann in diesem Deal festgelegt. Wie sieht es denn aus mit dem Werk von Wagner? Kann man das wirklich dafür vereinnahmen? Nicht nur das, was das Regietheater heute macht. Das hat mehr in der Tat mit Bayreuth der Wieland-Zeit zu tun. Ja. Sondern mit Wagner selber. Kann man das wirklich so machen, was in Israel gemacht wird, und du machst dir keine Vorstellung, wie persistent das ist und wie das nicht zu durchbrechen ist. Das heißt, jedes Mal, und das sind schon die Überlebenden, leben schon zum großen Teil nicht mehr, jedes Mal wird sich dann irgendjemand dann melden und keine Ahnung auch von Wagner und von seinem Werk hat, der sich dann meldet, nein, das ist unser Gedenken, das wäre die Besudelung der 6 Millionen, wenn wir Wagner aufführen würden. Ich würde gerne ich weiß, dass das eine für dich als Deutschen prekäre Frage ist, aber versuch trotzdem mal dazu was zu sagen. Ja, sehr gerne. Also ich finde das ja ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade auch im Hinblick auf eine Wagner-Rezeption allgemein. Also das ist ja schon sehr, sehr interessant. Und es gibt ja meines Erachtens zwei Ebenen. Das eine ist das Persönliche. Und wenn ein Holocaust-Überlebender sagt, ich kann das nicht ertragen, ist das ja sofort zu akzeptieren. Das ist ja überhaupt kein Problem. Nur das Interessante ist ja, dass das auch hier national gleichsam verhandelt wird. Und da wird es natürlich eigentlich, finde ich, sehr, sehr interessant. Und man müsste im Grunde genommen mal diesen Diskurs wirklich vertiefend untersuchen. Ich finde dein Argument
mit der Materialisierung der Sühne sozusagen, finde ich sehr, sehr spannend. Denn umgekehrt könnte man auch sagen, dass man hier sozusagen die Schuld auf die Kunst ablädt, ja, und sozusagen nicht auf andere Dinge sozusagen. Das entspricht auch der Positionierung, dass die Kunst unschuldig sei. Das ist sie eben nie. Ja. Und hier wird sie ganz anders nochmal, auch meines Erachtens, überfrachtet. Ich würde das eben jetzt aus Außenperspektive so auch nicht unbedingt auf dieser nationalen Ebene nachvollziehen können. Also das finde ich durchaus diskussionswürdig. Und zum Thema Antisemitismus, selbstverständlich wissen wir, dass Wagner ein schlimmer Antisemit war. Das ist eben dadurch sozusagen überliefert, dass er diese vielen theoretischen Schriften auch hinterlassen hat, auch in Briefen und so weiter, in den Cosima-Tagebüchern. Und der Antisemitismus geht auch durch. Es ist auch nicht so, dass der abbricht oder so. Der entsteht spät, wenn ich das richtig sehe. Vor allen Dingen auch wegen, aus persönlichen Gründen, zum Teil eben auch wegen seiner Ablehnung in Paris. Und es ist sozusagen eine Projektion auch gegen... Wobei der Jude Meyerbeer ihn damals unter die Arme gegriffen hat. Also wer ihn sozusagen finanziert hat, war der Jude Meyerbeer, hat ihn ja so unterstützt und der bekommt es dann ab. Ja. Es ist so ein Widerspruch, das wollte ich gerade sagen. Es ist natürlich eine Projektion dann auf etwas, wo diese Person dann wiederum gar nichts mit zu tun hat. Was auch wieder diese Spannung zwischen persönlicher und gesellschaftlicher Ebene eigentlich ist. Also es ist auch ein antifranzösisches Motiv übrigens auch. Also nicht nur ein antijüdisches. Ja. Aber die Frage ist ja die, ob man sozusagen mit Blick auf das 19. Jahrhundert, das durch und durch antisemitisch ist in Mitteleuropa, ob man das so sehen muss, sozusagen, ja, wenn ich sozusagen diesen Antisemitismus so als Ganzes verstehe. Ich meine, dass Wagner eben auch das Gleiche wieder, was ich eben sagte, ideologisch in sich nicht geschlossen ist und sehr widersprüchlich ist. Und dass das meines Erachtens und auch die Vielfältigkeit des Werkes eigentlich dazu Anlass geben sollte, das zu überdenken, dass diesen sozusagen den Boykott. Das Entscheidende aber ist eigentlich, dass die Vergiftung, die mit Wagner passiert ist, in der Zeit von 33 bis 45 passiert ist. Und da würde ich tatsächlich sogar Wagner, also Richard Wagner in dem Fall, entlasten wollen. Und eigentlich müsste man sagen können, dass man über diese Art der Interpretation mal auch nochmal ausführlicher diskutieren müsste in Israel. Denn es ist meines Erachtens eine Interpretation, die nicht triftig ist. Man muss übrigens sagen, also die Musikakademien, also wenn man sozusagen die Institutionen nimmt, die sich jetzt mit Kunstmusik beschäftigen, da wird Wagner gelehrt und so weiter. Ich werde auch zu Vorträgen eingeladen. Ich rede jetzt also von dem allgemeinen Setup. Und diesem allgemeinen Setup ist wirklich bei sehr viel Ignoranz, die Leute wissen ja gar nicht, worum es eigentlich geht, ist das sozusagen dann zum Ideologen fetischisiert worden. Und das wird dann sozusagen zu einer Grundmatrix. Also wenn du vorhin unterschieden hast zwischen dem einzelnen Überlebenden und dann der Kollektivwahrnehmung. Das heißt, eines der Argumente ist, solange es noch einen einzigen Überlebenden gibt, der sich daran stört, dann muss man das respektieren. Dann ist das für mich keine Frage der Wagner-Rezeption, es ist für mich die Frage der Holocaust-Rezeption. Das heißt also, wie wird sozusagen dann der Holocaust wahrgenommen? Übrigens, Wagner selber war zwar auf der einen Seite in dem Abstrakten, in der Abstraktion des Juden, also in dem, was der Antisemitismus als Abstraktion bedeutet, natürlich also ein vehementer Antisemit. Wenn es im persönlichen Umgang gegangen ist, dann war dieser Mensch ziemlich opportun, und es ist ja auch bekannt, dass er diesen Josef Rubinstein, diesen Pianisten sozusagen, der ihm ergeben war und so weiter, fast eine Vaterfigur behandelt hat, und dass er den Hermann Levy erkoren hat, um die Uraufführung des Parsifal zu machen, zu verwirklichen. Das heißt also, wir haben es hier wirklich mit einer ganzen Menge Diskrepanzen zu tun.
Aber es ist in der Tat so, dass man sich dann wirklich mal überlegen sollte bei Gelegenheit, und das wäre eine sehr schöne Schützenhilfe, wenn man irgendjemand aus Deutschland jemanden kriegen könnte, der das so fachmännisch wie du sozusagen dann irgendwie durchbuchstabiert. Was heißt denn eigentlich dieser Boykott gegen Wagner? Übrigens mit, man könnte komplementär dazu einen eben die Tatsache nehmen, dass das Regietheater den Wagner so befrachtet mit dem, was er ihn befrachtet, und sich dann fragen kann, inwieweit er im Grunde genommen halt doch noch ein deutsches Ärgernis vorhanden ist, das bis zu heutigen Tagen noch irgendwie fortwährt, zwar nicht mehr mit der Events, wie es noch bei Süberberg und bei anderen noch der Fall gewesen ist, aber offenbar noch immer der Fall ist. Absolut, also gerade solch eine Investigation, würde ich sagen, wäre hochspannend. Man sollte vielleicht irgendwie gucken, ob man nicht eine Promotion zu so einem Thema mal vergeben könnte, die meines Erachtens diskursanalytisch stattfinden müsste. Ja? Mhm. Also wo man wirklich mal schaut, wer sagt eigentlich was, warum, mit welchem Machtanspruch, ja, auch sozusagen, also gleichsam Foucault-Analyse sozusagen, sich das mal anschauen. Welche Player sind da eigentlich in welchem Kontext unterwegs? Und du sagst ja, dass an den Akademien das durchaus anders gesehen wird. Also das finde ich schon super spannend. Beziehungsweise die Rückfrage wäre, was glaubst du denn, wo das sich hin entwickelt? Sozusagen jetzt von der Praxis, also nicht von der wissenschaftlichen Beschäftigung, sondern von der Praxis her. Du meinst in Israel jetzt? Ja. Ich fürchte sehr, dass das heute gar nichts mehr mit Wagner per se zu tun hat, sondern mit der Frage, inwieweit der israelische Chauvinismus und Nationalismus heute und die Art und Weise, wie sich das Land definiert, nämlich über Ex-Negativo, das heißt also Antisemitismus ist wichtig für das Selbstverständnis des Landes, Sicherheitsfrage ist, Holocaust ist sehr wichtig und so weiter, dass so ein Diskurs dann irgendwie längerfristig sich noch halten will, solange man eben diese Ideologeme transportieren will. Man muss allerdings sagen, es gibt hier Gruppen, die eigentlich schon seit Jahren dafür kämpfen, dass Wagner aufgeführt wird. Es platzt nur, explodiert jedes Mal, wenn es dazu kommt. Das letzte Mal war das schon, ist schon lange her. Also bei Subin Mehta gab es noch irgendwie den großen Eklat. Den letzten großen Eklat haben wir erlebt 2001, als Daniel Barenboim versuchte, nach einem Konzert, nachdem er eingeladen worden war, im Israel-Festival sozusagen zwei Szenen aus, ich glaube, aus der Walküre aufzuführen und so weiter. Und nachher gab es einen Aufschrei hier und das ist dann gecancelt worden. Aber dann hat er gesagt, nachdem er das Konzert, das er gegeben hat, zwei Beethoven-Symphonien, hat gesagt, und jetzt eine Zugabe, wer im Publikum bleiben will, soll bleiben, wer es nicht will, braucht er nicht zu bleiben und so weiter. Riesen-Eklat, wo dann zum ersten Mal Barenboim dann das erste Mal politisch dann soll von einem Ausschuss, Kulturausschuss des israelischen Parlaments zu kulturellen Persona non grata in Israel dann deklariert worden ist. Das hat natürlich nur 3 Monate gehalten, dann ist das natürlich annulliert worden. Das ist eine ziemlich prekäre Angelegenheit, die eben damit zu tun hat, dass es gar nicht so sehr um Wagner geht und schon gar nicht um seine Musik geht, sondern mit dem, was er sozusagen zum Sinnbild geworden ist. Und dieses Sinnbild selber ist leer. Das ist eine leere Hülse. Das ist keine Sache, die Leute argumentieren können. Die Tatsache, dass Antisemit gewesen ist. Na ja, gut, man kann ja die halbe europäische Kultur des Abendlandes irgendwie im 19. Jahrhundert abschreiben, wenn man irgendwie den Antisemitismus zum Kriterium erhebt. Aber Arno, das sollten wir uns noch irgendwie vor Augen halten. Vielleicht machen wir noch mal darüber etwas bei Gelegenheit. Ich glaube, unsere Zeit ist jetzt mehr oder weniger zu Ende gekommen. Ich habe das Gespräch irrsinnig genossen und habe mich sehr gefreut, dass wir dieses führen konnten. Ich fand es auch super. Und vielleicht ist ja auch mein Buch ein klitzekleiner Beitrag, den Shift zu wagen, sozusagen von weg von Richard Wagner auf die Zeit 33 bis 45. Weil da ist was passiert diesbezüglich. Ich meine, vorher ist da was vorbereitet worden, dass der Nationalsozialismus tief in der deutschen Kultur wurzelt. Das, glaube ich, ist bekannt, auf was du eben mal hingewiesen. Aber ich glaube, das eine muss man dennoch von dem anderen trennen. Also eine Korrektur nur, nicht klitzeklein ist dieser Beitrag, sondern es ist ein Riesenbeitrag. Und ich hoffe sehr, dass er die entsprechende Rezeption erfahren wird. Dankeschön. Also, dann auf bald.
Alles Gute, Manuela. Ciao, ciao. Tschüss.